So, da sind wir zurück. Unser letzter Tipp, den wir uns angeguckt haben, war... Wiederhole, weder Banderole noch Triole, sondern... Da wir laut Karte zu unserem Lehrer sollen und ich in der Zwischenzeit mal kurz bei einem Internetportal nachgeguckt habe, was denn eine Triole ist, kann ich euch das auch kurz mal erzählen für diejenigen, die etwas internetfaul sind. Eine Triole bezeichnet im Sexualkundeunterricht einen flotten Dreier. Und unter anderem auch ein Musikstück, was mit drei Instrumenten gespielt wird. Die Anrufung Satans befiehlt den dunklen Mächten, dem Beschwörer Macht zu verleihen und listet die Höllennamen zur Verwendung in der Anrufung auf. Was höre ich denn da? Was macht denn Papi? Hallo Lucius, ich habe ein paar wichtige Papiere auf meinem Nachttisch vergessen. Holst du sie für mich? Kriegen wir dazu eine... nö, dafür kriegen wir keine wirkliche, aber... Auf seinem Nachttisch? Natürlich. Wo schläft denn Papi? Aber wir sollten doch... Warum bekomme ich immer solche Fälle? Keine Ahnung, aber wir sollen doch erstmal uns um unsere Bildung kümmern. Nein, das war das falsche Zimmer? Ich guck doch mal lieber auf die Karte. Doch tatsächlich, soll durch Opas Zimmer durch? Apropos, wo ist der eigentlich? Ach, stimmt, den haben wir in einer dunklen Kammer. Ja, in einer dunklen Kammer zurückgelassen. Da wollte ich übrigens auch nochmal reingucken. Ich bin übrigens drauf gekommen, was da an der Tafel steht. Revelation steht da. So, dann wollen wir unserem Lehrer mal... Hallöchen. Wo warst du, Lucius? Ich habe auf dich gewartet. Fangen wir mit dem Unterricht an. Natürlich. Also, Lucius, zeig mir, welche von diesen drei Karten ist die richtige Antwort. Wie viel ist 1 plus 1 plus 1? Ich gucke erstmal in mein Notizbuch. James! Mein Privatlehrer James. Ich muss wieder Mathe machen. Ich hasse Mathe. Ich sollte meinen Vater um einen freien Tag bitten. Er möchte wissen, was 3 ist. Hier. Sehr gut, Lucius. Wie viel ist 1 plus 2 minus 2? Ja. Sehr gut, Lucius. Wie viel ist 6 minus 4 plus 7 minus 4 hat plus 2, 9, 5, 10, 2? Alter Junge, willst du mich verarschen hier? Das kann doch kein... wie alt sind wir? 7, 8, 9? Das kann doch kein Neunjähriger rechnen. Gut. Das nächste Fach ist Biologie. Hast du dein Biologiebuch dabei? Zahnbürste, Schraubenschlüssel, Füller, auch wenn es ein Bleistift ist, Schraubendreher, Notizbuch, Taschenlampe, Streichhölzer, Lagerkäfigschlüssel, nö, irgendwie haben wir das nicht dabei. Wo finde ich denn mein Biologiebuch? Soll ich überhaupt? Ach, ich gehe einfach mal zu Papi und frag ihn, ob er mir einen Tag freigibt. Papi war hier am Ende des Ganges. Was machst du nur den ganzen Tag? Such dir selbst eine Beschäftigung. Hallo, Lucius. Ich habe ein paar wichtige Papiere auf meinem Nachttisch vergessen. Holst du sie für mich? Du sollst mir freigeben. Hallo, Lucius. Ich habe ein paar wichtige Papiere auf meinem Nachttisch dämlicher vergessen. Dämlicher Papi. Holst du sie für mich? Oh, cool. Wir können Schubladen durch den Schrank hindurch öffnen. Ja, ich weiß, hier hängt ein Kreuz.
So, im Notizbuch steht nichts Neues. Ich sollte meinen Vater um einen freien Tag bitten, aber mein Vater möchte mir keinen freien Tag geben. Und der Lehrer will, dass wir ein Biologiebuch mitbringen. Da war's. Ich versuch doch einfach mal. Das ist nicht zufällig, das Biologiebuch. Ich kann leider nicht erkennen, was draufsteht. Können wir das ihm geben? So, hier? Das ist kein Biologiebuch. Lass mal sehen, ob ich eins für dich finde. Dann such mir mal ein Buch raus. Na, James? Findest du heute noch ein Buch? Es muss doch irgendwo sein. Oh, Mutti. In Ordnung. Was könntest du noch tun? Sieh mal nach, ob irgendwo... Das alte Schmutzwäscheproblem. Du hast mich erschreckt. Quatsch, ich erschreck dich doch nicht. Irgendwie kriegen die langsam Angst vor mir, habe ich den Eindruck. Und er hier sucht ewig nach einem Biologiebuch. Es muss doch irgendwo sein. Also das ist schon mal kein Biologiebuch. Ansonsten kann ich hier auch keine Bücher mitnehmen, oder? Was ist das denn für ein Buch? Ist es das? Es muss doch irgendwo sein. Ich kann leider nicht erkennen, was da drauf steht. Also Mathe hätten wir gemacht und das Spiel lässt mich wieder ein bisschen alleine mit dem, was ich jetzt tun soll. Gehen wir doch mal nach unten und gucken doch mal, was denn so im Keller los ist. Ich möchte jetzt gerne mal wissen, ob da immer noch die... Ich bin so müde. Ich sollte nach einer neuen Arbeit suchen. Das ist einfach zu viel. Nach allem, was wir erlebt haben, ist es nicht schön zu entspannen und tolle Musik zu hören? Ja. Ich weiß nicht. Ich meine, ich schätze, es ist in Ordnung, aber ehrlich gesagt werde ich es langsam leid. Ach, dem einen nervt die Musik schon mittlerweile. Ein knuspriger Reporter? Und ein toter Onkel, Opa, wie auch immer. Mehr gibt's hier nicht. Verriegelt, schon wieder. Na ja, gut. Das sind echt komische Geräusche hier im Hintergrund. Aber gehen wir mal wieder nach oben. Das ist so ein bisschen etwas, was ich an diesem Spiel bemängle, dass das Spiel mich ziemlich häufig alleine lässt und mir nicht konkret sagt, so hier, da hast du jetzt den Lehrer als nächstes Opfer. Am besten könntest du den ja vielleicht so und so umbringen. Hallo Lucius. Ja. Ich könnte hier etwas Hilfe brauchen. Wirklich? Was denn? Hallo Liebling. Ach so, mit der Wäsche wahrscheinlich. Weil ich gerade ein wenig überfragt bin, wie ich denn dem Lehrer jetzt, wie ich dem Lehrer denn jetzt helfen soll, sein Buch zu finden. Ich meine, ich kann ihn ja nicht einfach, keine Ahnung, einen Schraubendreher in die Augen rammen, nur weil er nicht wirklich nach dem Buch sucht. Und Papi fühlt sich hier ziemlich ertappt momentan. Es muss doch irgendwo sein. Das Bücherregal? Was ist das denn? Mr. Quinn wartet auf dich im Studierzimmer.
Beeil dich, sonst kommst du zu spät. So, gerade noch rechtzeitig. Kann es sein, dass ich da zufällig das Buch gefunden habe? Es muss doch irgendwo sein. Das ist auch nicht? Alter. Wer hat mich denn sonst noch entdeckt? Hallo? Oder stimmt jetzt gerade irgendwie was nicht mit dem Spiel? Mich hat doch keiner entdeckt. Den da habe ich schon behandelt. Ist es das? Es muss doch irgendwo sein. Vielleicht das? Hallo? Es muss doch irgendwo sein. Ach, wir können ihn irgendwas tun lassen. Die Frage ist nur, was er tun soll. Ich glaube, das Spiel buggt gerade etwas. Ja, ich sollte vielleicht mal neu laden, weil das Spiel gerade ein klein wenig buggt. In Ordnung, mein Junge. Danke. Du musst keine Angst haben. Hallo, Lucius. Ich habe ein paar wichtige Papiere auf meinem Nachttisch vergessen. Holst du sie für mich? Aber natürlich. So, wenn ich jetzt noch... War das nicht hier irgendwo Junge, den Flur runter? Finger weg von Drogen. Nein. Muss ich schon in den anderen... In den anderen Trakt. Mann, ist das ein Riesenhaus. Zum Glück weiß ich mittlerweile, wo welche Sachen sind. Dann laufen wir mal kurz rüber und gucken, ob wir die Notizen von unserem Vater finden. Auch wenn wir dafür keine offizielle Aufgabe haben. Also zumindest hier weiß ich, dass das Mami hier sitzt. Oh, da! James! Bei den Papieren liegt auch ein Schlüssel. Sieht aus wie ein Schubladenschlüssel. Endlich kann ich den Schlüssel mitnehmen. Ich habe schon... Ich sage es jetzt wirklich mal ehrlich. Ich habe ganz zu Anfang, falls sich jemand dran erinnert, ganz zu Anfang, ich blende jetzt irgendwo hier kurz mal den Ausschnitt ein, wo ich versucht habe, verzweifelt diesen Schlüssel zu nehmen und mich darüber geärgert habe, dass man es nicht kann. Also jetzt kurz hier irgendwo, wobei ich echt sagen muss, die haben da aber sehr viel Socken drin. Da liegt ein Schlüssel. Können wir den mitnehmen? Können wir den mitnehmen? Können wir den mitnehmen? Warum können wir den nicht mitnehmen? Können wir den mit Telekinese mitnehmen? Nein. Warum können wir den nicht mitnehmen? Oh, ich will den Schlüssel mitnehmen. So, der Ausschnitt wird jetzt wahrscheinlich vorbei sein und ich benutze den Schlüssel, um diese Schublade, die sich hier befindet, mal kurz zu öffnen und zu gucken, was sich darin so Mysteriöses befindet.